Makarov hat hochkonzentriertes Saringas. Habt ihr es sichergestellt? Negativ. Der Captain wäre fast draufgegangen. Wo ist er? Ich bin hier, Laswa. Wo sind die Raketen? Ich habe Farahs Raketen zu einem verlassenen Bunkerkomplex verfolgt. Gebaut im Kalten Krieg. Wir kennen diese Bunker. Genau wie Farah. Warum braucht Conny ein Silo für mobile Raketen? Gute Frage. Wir teilen uns auf. Ich treffe Farah beim Ziel. Wir verteilen uns und durchsuchen den Komplex. Wir müssen diese Raketen sichern. Gut. Ich breche nach Arklov auf und treffe einen Kontakt, der uns vielleicht helfen kann. Kastovianische Militärbasis. Wie kommst du lebend rein? Vorsichtig. Ich melde mich, sobald ich kann. Wir sehen uns hinterher. Gute Jagd, Bravo. Sechs an Ghost. Am Sammelpunkt, wie sieht's aus? Bin am Ziel bei Charlie. Du hast Alpha, Kilo nimmt Bravo. Rutsch. Sekunde. Verdammt, Farah. Wirkst nervös, alter Mann. Russland ist zurück in Usbekistan. Es sind Söldner. Die Conny-Gruppe hat gestern im Norden Chemikalien geklaut. Und morgens meine Raketen. In nur 24 Stunden, seit Wladimir Makarov aus seinem Knast spaziert ist. Flotter Kerl. Er macht verlorene Zeit wett. Abmarsch. Woher waren die Raketen? Shadow Company. Die Shadow Company hat nicht so viel Feuerkraft. Das sind Laufjungen in Kampfwesten. Und Alliierte. Die haben mein Team angegriffen. Commander Graves tat das. Er bekam den Befehl, ja. Von wem? General Shepard. Hat Shepard dir die Raketen geschickt? Meine Waffen gehen nur mich was an. Er ist sehr gefährlich, Farah. Das sind wir alle, Captain. Hör zu. Ich will dich nicht anlügen. Aber ich kann dir nicht alles sagen. Du nennst es vertraulich und ich geheim. Mein Land wird wieder belagert. Mein Bruder warnte uns. Da hängt viel mehr dran als Usbekistan. Dann helfen wir einander. Wie immer, du musst mir vertrauen. Aber klar. Gut. Wir sehen uns dann. Alle Stationen. Bravo 6 auf Position. Kilo? Kilo ist bereit. Verstanden. Drohne auf Station. Du und Fahrer seid verbunden. Bestätigt. Reichlich Russen. Conny hat eine Armee nach Usbekistan verlegt. Keine Raketen in Sicht. Dann sind sie in den Bunkern. Sehe einen Zugangspunkt. Markiere ihn. Du wirst deine Schlüsselkarte brauchen. Fahrer hat recht. Wir haben in unserem Sektor einen Offizier mit Schlüsselkarte ausgeschaltet. Trug ein rotes Barett. Roger, rotes Barett. Ich habe einen bei den Stahlbauten nördlich vom Eingang entdeckt. Rotes Barett, das ist mein Ziel. Gut, verfolg ihn und beschaff dir seine Schlüsselkarte. Öffne damit die Tür. Und du? Ich kenne noch einen Weg rein. Okay. Bleib in Kontakt. Wir sehen uns drin. Und damit willkommen zurück zu Crappy COD Modern Warfare 3. Sorry, ich muss das nochmal extra beleidigen. Zu der schlechtesten COD-Kampagne aller Zeiten. Und wir sind irgendwo, keine Ahnung, Argentinien, was auch immer. Ich habe eigentlich vergessen, wo das ist. Ist egal, macht nichts. Juckt eigentlich eh nicht. Hier niemand. Im Feld kommst du vielleicht unentdeckt voran. Wird von irgendjemand gesehen. Ja, genau. Der hat mich schon gesehen. Sechs an alle Stationen. Conny platziert ULF-Spuren in der Basis. Makarov startet einen False-Flag-Angriff. Die Raketen sind amerikanisch. Er schiebt es auf Farah und den Westen. Er will die Welt glauben machen, ich sei der Feind. Wir müssen rausfinden, was das Ziel ist, bevor es zu spät ist. Also Makarov will irgendwelche Raketen schießen und die sind so... Die haben so Giftgase und das ist ja blöd. Naja, der gute Makarov. Alter, stirb doch bitte. Ach Digga, ich sag nichts mehr. Wirklich, es ist einfach nur noch lächerlich, dieses Game. So. Meine Fresse.
Ich liebe die KI immer noch. Wie schön die ist. Na gut. Sehr, wir sind ja nicht drin. Perimeter. Oh, beide gleichzeitig ausgeschaltet. Hol die Schlüsselkarte. Wer hat gemacht? Soap und Ghost sind drin. Schwaches Signal da unten. Verstanden. Wir suchen die Raketen und melden uns, sobald wir können. Bestätigt. Digga, es ist so bescheuert, Digga. Ich hatte doch jetzt keine Möglichkeit, irgendwie auszuweichen. Der hat jetzt einfach geschossen und ich konnte nicht viel machen. Toll, jetzt sind die alle wieder alarmiert. Das ist so bescheuert. Guck dir das an. Der hat mich davor nicht gesehen und trotzdem, ach, es ist, Mann. Ich könnte wieder heulen, aber okay. Komm, sprinten wir wieder einfach durch. Ich hab einfach keine Lust mehr hier. Was ist das für ein Alarm, Digga? Warum habe ich nur Blendgranaten? Was ist das für ein Scheiß? Au, 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 ja moin. Durch den Perimeter. Such den Offizier, hol die Schlüsselkarte. So, nach Achtung, Soap und Ghost sind drin. Schwaches Signal da unten. Verstanden. Na. Wir suchen die Raketen und melden uns, sobald wir können. Bestätigt. Als ich jetzt mehrmals mich aufgeregt habe wegen der KI wieder, habe ich mir gedacht, ich schneide das einfach raus und ich bin wieder back. So, ihr habt nichts davon erfahren, dass ich mich die ganze Zeit gerade aufgeregt habe. Bitte, Luke, schneide das raus. Aber ich kann aber nur sagen, diese KI ist schrecklich hier in dieser Kampagne. Warum sagt er jetzt auf einmal, ich habe Feindkontakt? Da war doch keiner. Irgendjemand bewegt sich doch hier gerade. Sieh hier jemand? Warum sind die alle alliiert? Wer sieht mich? Hä? Ich bin verwirrt einfach. Ja, ich brauche mal Aufklärungsdrohne. Hinter mir kommt jetzt einer. Ganz weird. Und da noch irgendeiner? Wieso sind die alle jetzt alarmiert? Überprüfe Gebäude 2. Der hält doch. Wirklich, ich verstehe es nicht. Du kannst hier nicht stealthy sein. Jetzt kann ich wieder nochmal neu starten. So, überprüfe Gebäude 2. Jetzt aber, komm schon. Bitte. Einer weniger. Jo. Da hinten ist noch einer. Kommt gleich einer lang. Das habe ich gesehen. Mit meinen geilen Augen. Einer mehr. So. Guck mal an die Plakate. Sieht gut aus. Okay. Den Sniper da oben wegballern. Überwachung erledigt. Dann ist noch einer und hier ist einer. Betrete Gebäude 3. Ich sehe den Offizier. Oh, hier. Kilo, Conny Offizier am Boden. Hab die Schlüsselkarte. Verstanden. Hab einen Einstiegspunkt. Wir sehen uns drin. Kilo, Ende. Hey, man kann ja doch stealthy sein. Okay, ich halte die Klappe. Jetzt ist auf einmal doch wieder Alarm. Alter. Oh, meine Fresse. Okay, jetzt habe ich sowieso keine Wahl. Hallo Leute.
Ihr seid aber echt dumm. Aber nichts Neues bei der CRD-KI. Noch einer gefallen. Nee, sieht gut aus. Die waren wirklich dumm. Obwohl da hinten laufen gerade welche lang, aber ich geh jetzt rein. Hab keinen Bock mehr auf die. Bin drin! Schrecklich. Vorsicht, alter Mann. Die wissen jetzt, dass wir hier sind. Bestätigt! Finden wir diese Raketen! Kann eigentlich Farah aufhören, mich alt zu nennen? Also der ist maximal 30. Assi. Mach die scheiß Buchse auf! Ich sag's nicht dreimal! Niemals! Gut gemacht, Farah. Ich geb dir Rückendeckung, Captain. Danke für die Hilfe, Kilo. Wollen wir mal ein bisschen lauter werden? Komm, wir werden mal ein bisschen lauter. Mach rein da! Los geht's! Ich folge dir! Oh, die machen übelsten Schaden. Immer weiter. Wir müssen diesen Raum sichern. Alter, wie viele Granaten denn noch? So, gesichert. Komm mal hoch hier. Stoße nach oben vor. Zum Ende des Ganges. Weiter. Schlossen. Gut, vorsichtig. Lange Tür. Digga, sie läuft erstmal in den Schussfeld von mir. Vorsicht, Granate. Nein, nicht. Die hätte mich fast getroffen. Digga, Farah, ich schieß die ganze Zeit in dein Bein. Ist ja unfassbar. Gut, gesichert. Captain, hörst du das? Sie öffnen die Schutztür. Sie versuchen, die Rakete zu starten. Hat man nicht nur gehört, sondern gespürt. Können wir den Start mit diesen Computern verhindern? Negativ. Ich brauche Zugriff auf den Steuerungskasten der Rakete. Die Tür zum Silo ist am Ende des Stegs. Los! Wenn wir es zur Rakete schaffen, kann ich sie vielleicht entschärfen. Hier lang? Gut. Bin da. Bin an der Tür. Ist verschlossen. Ich mach sie auf. Warte. Schade, ich sollte der rote Knopf frei. Zwei Raketen entdeckt. Sprengköpfe enthalten Chemikalien. Ich wiederhole, Raketen mit chemischen Sprengköpfen. 7-1, wiederhol das. Verdammte Scheiße! Tür ist offen. Hier lang, gehen wir. Ja, du hast echt ewig gebraucht. Wird gesichert. Das habe ich gesagt. Oh. Die Rakete. Sie werden sie starten, Captain. Fuck. 06 kommen. Captain, hörst du mich? 6 hört. Conny hat die Sprengköpfe mit Makarovs Chemikalien bestückt. Sie werden starten. Meine Raketen. Meine Flaggen. Mein Land. Er will, dass die Welt dir die Schuld gibt. Mit diesen Raketen schafft er das auch. Die Chemikalien. Diese Rakete hat sie auch. Farah, das sind deine Raketen. Es muss einen Weg geben, sie zu entschärfen. Gibt es. An den Steuerungskasten. Wir machen das zusammen. Bin drin. Bereit. Moment. Zu spät zum Entschärfen. Sie wird starten. Was? Wir schließen die Schutztüre und sprengen. Und dämmen die Chemikalien im Bunker ein. Ja. Geh zur Oberfläche, such die Schutztürsteuerung und schließe sie, Captain. Wo wirst du sein?
Ich gehe in Deckung und halte den Start auf, solange ich kann. Geh, sofort! Kein Problem. Conny, achte auf Kontakt! So, das ist die Big Tür. Mach bei uns. Ich halte den Start so lange wie möglich auf. Schnell zum Turm. Okay, woher weiß ich, dass es genau 3 Minuten dauert? Aber okay. Das schaffen wir schon. Bleib auf dem Boden. Oh, Juggernaut. Gut, dass der Juggernaut nicht trifft. An alle, Conny hat Raketenstart eingeleitet. Auf meiner Position. Ich kann ihn nicht aufhalten. Was ist das Ziel? Die Arklov-Basis in Kastoria. Oh nein. Leswell. Kilo, steige hoch. Verstanden. Geh zum Turm. An die Steuerung. Cap, ich sehe einen Kroni-Heli, der sich deiner Position nähert. Sie kriegen Verstärkung. Du musst da weg. Ja, anstatt dass du mir mal hilfst, willst du mir den ganzen Scheiß machen. Schlag dich durch. Ich halte den Start auf, solange ich kann. Also zusammen. Das ist toll, mit Teammates, die helfen eigentlich mal. Geil, muss mit Juggernauts hier arbeiten. Macht super viel Spaß. Lecker, Kanonenfutter. Boah, hat er noch reichlich Zeit. Komm, zeig dich. Nein, nicht. Das Pech gehabt. Rücke in den Kontrollturm vor, Fahrer. Ey, weg hier. Kilo, schließe die Schutztür jetzt. Kilo. Fahrer, hörst du mich? Fahrer, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Rakete entschärft, Sprengung geglückt, Chemikalien eingedämmt. Roger. Bravo, gib mir Bericht. Es ist zu spät, Captain. Conny haben die Steuerung umstellt. Was heißt das, Gas? 2 Raketen starten jetzt nordwestlich von euch. Nein. Nein! Kate! Sex an Roger. Kate? Leswell, bist du da? Hier ist 6, hörst du mich? Es sind 2 Raketen unterwegs zur Arklov-Basis mit chemischen Sprengköpfen. Wenn du da bist, raus! Sofort!